Ja, schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Peter Schmitz, ich bin Chefredakteur vom Security Insider und darf Sie heute als Moderator durch unser Live-Webinar Agile Applikationssicherheit in Echtzeit für DevOps mit Mirko Bandner von Contrast Security und Jörg Sievers von Pontron führen. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, immer mehr Unternehmen setzen auf neue Anwendungen und agile Entwicklungsprozesse, um ihr Business zu modernisieren, um neue Geschäftsfelder zu erschließen und um bestehende Kunden besser an sich zu binden. Während viele Unternehmen aber gerade die agilen Entwicklungsprozesse begeistert adaptieren, kommt der Blick auf die Sicherheit der neuen Applikationen oft zu kurz. Dabei vergrößert sich mit jeder neuen App, mit jeder neuen Anwendung, mit jeder neuen Web-Application die Angriffsfläche auf das Unternehmen und auch das Risiko für sensible Firmen- und Kundendaten. Anwendungen also schon im Entwicklungsprozess sicher zu gestalten, müssen die richtigen DevOps bzw. DevSecOps-Prozesse im Unternehmen etabliert sein. Technisch reichen die möglichen Sicherheitsmaßnahmen vom Quellcode-Scan über Dynamic Application Testing bis hin zu flexibleren Methoden wie zum Beispiel dem Interactive Application Security Testing und dem Runtime Application Self-Protection. Heute zeigen Ihnen die Security-Experten Mirko Brandner von Contrast Security und Jörg Sievers von Ponton in Theorie und Praxis, wie solche neuen Testmethoden die Anwendungssicherheit während der Entwicklung und auch im laufenden Betrieb effizient steigern können. Und ja, damit übergebe ich die Teilnehmer vertrauensvoll in Ihre Hände, Herr Brandner, und wünsche uns allen einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Guten Morgen alle. Mein Name ist Mirko Brandner. Ich bin sogenannter Sales Engineer bei Contrast Security, den Technical Evangelist für das Thema Applikationssicherheit. Ich bewege mich in diesem Umfeld schon einige Jahre. Heute konzentrieren wir uns auf serverseitige Sicherheit und DevOps. Und weil ich nicht Ihnen einfach nur ja, einen Techie einer Herstellerfirma zumuten möchte, habe ich den Jörg Sievers als einen Anwender und einen Extremtester solcher Sicherheitstools heute gebeten, uns mitzubegleiten. Und ja, freue mich sehr darüber, dass er auch aus seiner Praxis und nicht ich nur aus einer Herstellersicht hier heute Ihnen berichten darf. Ja, Jörg, dann magst du dich vielleicht kurz vorstellen. Ja, moin moin aus Hamburg. Jörg Sievers, mein Name. Ich bin Quality Assurance Specialist, steht, glaube ich, in meinem Arbeitsvertrag. Das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit. Aber Security gehört für ein mittelständisches Unternehmen als Testen halt dazu. Ich mache das jetzt 20 Jahre und davon die ersten 10 Jahre bei Sun Microsystems und jetzt halt knapp 10 Jahre bei Ponton. Wir stellen Software für den Energiehandel her, und zwar nicht für Endanwender, also nicht, dass Sie jetzt denken, Sie können Apps von uns downloaden, sondern wir machen B2B ausschließlich und haben natürlich auch zentrale Plattformen und Webanwendungen und mussten uns die Frage stellen, wie wir das in Zukunft begegnen. Und deswegen bin ich jetzt hier, weil wir uns für IaaS-Systeme und RASP entschieden haben. Ja, vielen Dank, Jörg. Ja, liebe Zuhörer, wir wollen heute, wie gesagt, in Theorie und Praxis. Natürlich wollen wir auch ein bisschen die Company ganz kurz vorstellen, damit Sie wissen, wer wir sind. Ganz kurz, wir sind ein amerikanisches Unternehmen. Wir sind ja, headquartered in Los Altos und haben Development in Europa und an der Ost- wie auch an der Westküste. Natürlich haben wir auch Vertriebsteams hier in Europa, aber was uns ganz besonders wichtig ist, natürlich auch technischen Support, Professional Services und Customer Success Team. Wir sind ein 4 Jahre junges Unternehmen, wenn Sie so wollen, könnte man noch Startup sagen. Eine typische Garagengeschichte, die aber ausnahmsweise mal an der Ostküste und nicht an der Westküste angefangen hat. Und ja, unser Anspruch ist, die Next Generation Application Security Plattform zur Verfügung zu stellen, Testen zu automatisieren, DevOps und DevSecOps wirklich zu ermöglichen. Und unsere Plattform ist natürlich auch im Gartner Quadranten, im Magic Quadrant mittlerweile ja, angekommen, eigentlich schon seit 4 Jahren. Das nur nebenbei. Ganz kurz
zur Firma. Wir wurden gegründet unter anderem von Jeff Williams. Jeff Williams ist einer der Gründer der OWASP, Open Web Application Security Project. Und Jeff Williams ist auch der Erfinder oder Vater der OWASP Top 10, die Ihnen sicherlich, wenn Sie im Security-Bereich aktiv sind, alle schon bekannt sind. Ja, diese Herren hatten eine sehr gut laufende Security Consulting Company und haben gesagt, das Thema müsste man irgendwie angehen, immer diese manuellen Tests, das ist alles schwierig. Und dann hat man sich überlegt, wie man das Thema angeht. Und dann ist man drauf gekommen, dass man eigentlich das Ganze anders machen könnte und hat sich angeguckt, die Application Performance Monitoring Hersteller wie AppDynamics und New Relic, wie die das Thema angehen. Die instrumentieren nämlich Applikationen. Dann hat man die Idee gehabt, das können wir auch machen, aber wir machen das nicht für Performance Monitoring, sondern wir machen das für Security. Wie das so alles funktioniert, werde ich Ihnen dann gleich ein bisschen näher bringen. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wir haben interessante Investoren, also zum einen AXA, die Versicherung, die sicherlich alle bekannt ist, und auch eine Tochtergesellschaft von Microsoft, die sogenannten Microsoft Ventures. Tolle Preise und was wir alles sonst noch so geleistet haben, sind Sie auf der rechten Seite. Ich habe nicht vor, hier alles im Detail vorzustellen. Wir haben natürlich die Gelegenheit, diverse Sachen hinterher auch runterzuladen, unter anderem diese Folie. Ja, kommen wir auch gleich zum Grundproblem. Sie alle, wenn Sie in der Entwicklung sind oder mit der Entwicklung zu tun haben, Sie alle müssen viel mehr Software in viel kürzerer Zeit erstellen. Irgendwie sitzt dann immer das Business im Nacken, schnell auf live gehen zu wollen mit diesen Sachen, und dabei kommt halt die Security in der Regel zu kurz. Ein Problem dabei ist unter anderem, dass vielleicht auch der Skill in Ihrem Unternehmen oder in vielen Unternehmen fehlt oder nicht in ausreichender Menge letztendlich zur Verfügung steht in Form von Ressourcen. Ich sehe, dass viele Firmen auch mit externen Dienstleistern da immer arbeiten, und das ist natürlich eine Riesenlücke. Und wäre doch schön, wenn man mit automatisierten Tests ein ganzes Stück weiterkommen könnte und ich sag mal gleichzeitig auch die Mitarbeiter und Entwickler, die man hat, dazu anzuleiten, besser und sicherer zu codieren. Was wir gesehen haben in den ganzen letzten Jahren, das ganze Thema DevOps, das wird im Prinzip aufgehalten, weil viele, da kommen wir gleich im Detail drauf zu sprechen, seit 14 Jahren halt sogenannte Source Code Scanner oder auch Netzwerkscanner einsetzen, und ja, diese Tools halten halt weitestgehend auf. Und die Idee ist natürlich, insbesondere wenn man dann auch jetzt heutzutage in die Cloud geht und mehrfach deployen will, dass man sich das Ganze eigentlich nicht leisten kann und wie gesagt natürlich auch mit den Sachen live gehen will, die auch wirklich sicher sind. Wenn Sie sich angucken, was man an Tools da so alles einsetzt, kann man Sachen in der IDE, in der Entwicklungsumgebung machen. Man hat SCA, Software Composition Analysis Tools, mit denen man auch die ganzen Open Source Libraries, die man sich so in Projekte halt reinzieht, dann vielleicht auf CVEs, also auf Schwachstellen, listen kann. Es gibt hier statisches Scanning, es gibt dynamisches Scanning, SAST und DAST-Lösungen, es gibt das manuelle Pentesting. Wenn wir vom Bereich Development und Test dann rübergehen in Produktion, dann gibt es dort natürlich auch die Web Application Firewalls, mit denen man auch noch die Hoffnung hat, dass man möglichst viel Exploits abwehren kann. Und man hat natürlich einen riesen Zoo an Tools, die auch alle irgendwie integriert werden müssen. Möchte ein bisschen auf die Evolution eingehen. Also seit 2002 gibt es diese zwei großen Themen, SAST und DAST, also Static Analysis, Application Security Testing und DAST. Bei SAST wird auf den Source Code geguckt. Da kann man schon, also auf den eigenen selbstgeschriebenen Source Code, da hat man schon das erste Problem, was ist all mit den Open Source Sachen, die man sich nur in Form von Bibliotheken in seine Projekte zieht und nicht eben und wo man den Code in der Regel oder die Bibliotheken nicht selber kompiliert, erstellt und sichert. Das ist ein Thema. Und dann natürlich das heißt, man guckt hier hauptsächlich auf den Source Code und muss natürlich
weiß nicht, ob muss ein Modell bauen dieser ganzen Geschichte, dieses ganzen Source Codes, muss sich überlegen, wie die Applikation später ausgeführt wird und dann sehr langwierige, unter Umständen sehr langwierige Tests laufen zu lassen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die DAST-Tools anguckt, dann sind das eben Tools, die lediglich auf den Netzwerkverkehr gucken. Und wenn wir jetzt sehen, seit 2002 gibt es diese Technologien, die sich auch weiterentwickelt haben, aber trotzdem haben wir natürlich jede Menge bekannte Unfälle, Breaches auf Neudeutsch. Und eine Idee ist, dass man 2012 mit dem Thema IAST gekommen ist, Interactive Application Security Testing, dass man nämlich Applikationen, während sie laufen, genau beobachtet. Und Applikationen mit dieser Technologie letztendlich instrumentiert, so wie das eben auch die Application Performance Monitore machen. Und diese Technologien gibt es seit ungefähr 2012. Wird zumeist eingesetzt im Bereich Development, Test, CI, CD. Das ist mal die eine Seite. Dann auf der anderen Seite steht hier Operations. Also wenn wir DevOps betrachten, haben wir ja ganz grob gesprochen immer Development, Test und Produktion. Und um dort jetzt halt eben weitere Sicherheit zu bekommen, gibt es halt Web Application Firewalls und viele andere Systeme. Wir haben jetzt auch das Problem, dass wir eigentlich nicht so genau wissen, was innerhalb der Applikation wirklich vor sich geht. Und wenn man sich die meisten Angriffe anguckt, die Netzwerke sind heutzutage gut geschützt, sehr viel Budget geht da hinein, aber die erfolgreichen Angriffe der letzten Jahre, die sind immer auf dem Layer 7, also Applikationslayer. Und eine Web Application Firewall, die sitzt im Netzwerk und kann sich eigentlich auch nur den Traffic angucken. Das macht sie auch ganz gut. Da kann sie Sachen wie die Denial of Services und sowas letztendlich gut abfangen. Das sollte man nicht innerhalb der Applikation machen, dann ist es ja schon zu spät. Aber so eine Web Application Firewall kommt mit vielen kleineren Problemen daher. Nicht beispielsweise, dass sie eingerichtet werden muss, dass sie an die Applikation oftmals auch angepasst werden muss. Da geht nicht alles out of the box. Dann gibt es auch viele bekannte Bypasses, also um Umgehung dieser Firewalls. Und deswegen hat sich ein anderes Thema etabliert, das nennt sich RAST, Runtime Application Self-Protection, ist einer dieser vielen technischen Termini, die Gartner hier prägt, insbesondere im Magic Quadrant für AST, also Application Security Testing. Und die Idee von Contrast ist jetzt, dass man das Beste aus diesen Technologien rauszieht, quasi in eine Technologie bringt und dann RAST und SCA, also Software Composition Analysis oder auch Open Source Security, das alles in einer Technologie letztendlich anbietet und nicht einer Unzahl von unterschiedlichen Tools. Das hier ist vielleicht an Ihnen sehr bekanntes Bild, da will ich auch nicht drauf eingehen. Ich gehe davon aus, dass Sie vertraut sind mit dem Verschmelzen von Entwicklung, Test und Produktion. Worauf ich ganz kurz nur eingehen will, diese Tools kommen alle mit unterschiedlichen, oder diese verschiedenen Technologien, diese Legacy-Technologien, die wir sie nennen, die kommen alle mit unterschiedlichen Problemen. Da wird der Jörg Sievers gleich aus der Praxis ein bisschen näher drauf eingehen. Bei SAST ist hier das große Stichwort False Positive und dass man natürlich hier nicht unbedingt die Bibliotheken mit weil das kein eigener Code ist, unbedingt scannen kann. Ja, DART kommt oft mit Herausforderungen, dass es halt eben auch langläufige Tests sind, dass man oft Experten braucht, um die Tests überhaupt zu erzeugen. Wie schön wäre es, wenn man einfach die Applikation nur laufen lassen kann, ohne spezielle Sicherheitstests zu machen. Also wenn man quasi seine End-to-End-Tests und weitere Tests, die Unit-Tests und dergleichen einfach einsetzen könnte, um da die Security zu testen. Und dann gibt es natürlich andere Aktivitäten, da gibt es das Pen-Testing, was natürlich auch viel manuelle Tätigkeiten beinhaltet, langwierige Aktionen sozusagen beinhaltet. Und wenn man natürlich überlegt, dass man mehrfach am Tag vielleicht seine Applikation in die Produktion bringen will, dann ist das natürlich keine Sache, die sich für jede Version der Software anbietet, wobei es natürlich besser wäre, weil man natürlich mit sicherer Software in die Produktion steigen würde. Genau, und dann noch ganz kurz gibt es das Thema Web Application Firewalls, die oftmals auch schlicht und einfach nicht mit dem, was sie alles anbieten, alles erledigen können, sondern dann auch
ich sag mal, auch auf Applikationen angepasst. Diese Zahlen, die hier kommen, die Sie hier sehen, so ganz grob angedeutet, die kommen nicht von irgendwer. Es gibt den sogenannten Overs Benchmark. Und ich möchte einfach, dass der Jörg Sievers an der Stelle aus seiner Erfahrung und auch seine Meinung hier über den Overs Benchmark mit Ihnen einfach mal teilt. Jörg, du sagst mir, wenn ich Folien weiterschalte. Ja, danke schön. Auch auf der vorigen Folie konnte man ja ganz gut erkennen, dass man so vier Technologiebereiche kannte. Das Problem bei diesen vier Technologiebereichen ist, SAST als Beispiel kennt den Kontext der Applikation zur Laufzeit nicht. SAST hat das große Problem, dass man seine Automatisierung sowieso sehr extrem vorangetrieben haben muss und man muss diese Tools verstehen. Ich sag mal so, als ich Interactive Application Security Testing kennengelernt habe, nicht durch Contrast übrigens, da dachte ich auch, ich kann das ja, alles toll. Pentesting selber wissen auch die meisten. Die Experten, die sowas machen, sind erstens rar gesät, zweitens sehr, sehr teuer und man braucht also für eine mittlere Applikation, die so ein bisschen ein paar Webseiten hat, ich sage jetzt mal so 50 oder so, der ist man auch eine Woche mit beschäftigt und zwar meistens, und jetzt kommen wir zur nächsten Folie, nicht mit dem Test selber, der ist eigentlich gar nicht so aufwendig, sondern das Problem ist die Auswertung. Das kennen Sie wahrscheinlich alle, Sie lassen diese Tools alle laufen und dann kriegen Sie immer sehr viel Informationen. Das Problem ist, diese Informationen, das ist beim Testen nicht anders wie bei Security, man muss das auswerten. Und die Anzahl der False Positives sind eben in diesen Benchmark mit eingeflossen und wir standen vor ein paar Jahren vor der Herausforderung, dass wir eine Applikation vor eine Firewall ziehen mussten, damit kleinere Business-Partner den Zugang zu einem System bekommen, was sehr, sehr gut geschützt ist. Wie sicherst du das jetzt ab? Weil du ja nicht mehr hinter einer dicken Firewall, wo jeder seine IP-Adresse statisch hinterlegt. Das haben diese kleinen Unternehmen meistens nicht. Was machen wir jetzt? Und das war mein Auftrag und deswegen habe ich mich ein bisschen informiert. Und unter anderem der Overs Benchmark war für mich so ein Indikator, weil er nämlich aufzeigt, auf Basis von 2700 Tests, oder sind jetzt vielleicht auch schon 3000, das Projekt ist immer noch aktiv, es wird weiter gepflegt und viele Hersteller von Security-Tools benchmarken sich gegen diese Tests, was ich auch sehr gut finde. Und als ich das dann auf der nächsten Folie gesehen habe, was da präsentiert wurde, da wurde mir dann richtig schlecht. Was wir hier sehen, ist ein sogenannter Newton-Index, mit YOU geschrieben übrigens. Der zeigt quasi einmal die False Positives und einmal die True Positives an. Und die werden gegengerechnet. Das heißt, wenn man unten in dem grauen Sektor ist, dann kann man auch würfeln. Wenn man oben ist, dann ist es zwar ein bisschen besser, aber wenn man auf der rechten Seite sich mal die Zusammenfassung auch bekannter Tools anguckt, dann ist man so im Durchschnitt bei 30-35%. Wir reden hier von 30-35%. Entweder haben Sie sehr viel Aufwand, nämlich 75% Aufwand, False Positives rauszusortieren, oder Sie haben 75% von Fehlern, die Sie nicht gefunden haben. Das heißt, Ihr Tool, was Sie bis jetzt einsetzen, ist eigentlich gar nicht geeignet, um Ihnen zu sagen, die Software ist sicher. Deswegen würde ich diese Aussage auch nie treffen, aber jetzt weiß ich wenigstens mal warum und habe das mit Zahlen hinterlegt. Übrigens, Legacy-Tools ist ein Stichwort. Die Technologie, mit der IEST gegründet wurde. Ja, genau. Der Herr Sievers hat ja schon angefangen, das zu erklären. Unten ist der Bereich, wo man würfelt. Oben ist der gegenberechnete Bereich zwischen True Positives und False Positives. Und natürlich wollen Sie möglichst viele True Positives haben und möglichst wenig False Positives. Diese Folie werden Sie so nicht im Internet finden, weil natürlich die Ergebnisse hier nicht immer unbedingt bei jedem Hersteller für sich sprechen. Auch wenn die Folie von uns ist, jeder Hersteller wird Ihnen gerne helfen, diesen Benchmark durchzuführen, unter anderem auch hier. Natürlich auch gerne mit Ihren eigenen Applikationen, dann kann sich jeder hier selbst ein Bild machen. Die 99%, die wir hier erreichen, würde ich jetzt nicht behaupten, dass das unter allen Umständen und immer, das ist ein Benchmark, aber die Tendenz ist doch hier klar deutlich. Wir haben aber sehr viele Möglichkeiten, auch als positiv zu erkennen und zu umgehen. Jörg, bist du wieder da? Nicht, Ich okay. hoffe, ich bin wieder da. Kann man mich hören? Ja, jetzt bist du wieder da. Ich habe Ah, das gerade ist über die toll. 99% gesprochen. Schließ bitte ab. Ja, genau.
Das ist halt nicht 99% aller Sicherheitslücken, sondern 99% dieser Tests, die dort ausgeführt werden. Die werden immer erweitert, aber es ist eben eine Maßeinheit, mit der man ein Tool überprüfen kann. Das kann jeder tun, das ist Open Source, das kann jeder ausprobieren mit einem Tool beliebiger Wahl. Und das Interessante bei IaaS ist eben, ich musste nichts dazu lernen. Das ist das Entscheidende für mich, weil man hat ja ein paar Folien vorher gesehen, diese ganzen Felder, in denen man sich auskennen muss. Das ist ein bisschen viel für eine Person oder in unserem Fall sind es hier ein paar, aber es reicht trotzdem nicht. Und bei IaaS ist es eben so, wer D-Trace kennt, ein Tracer, der ursprünglich für Solaris entwickelt worden ist, mittlerweile auf vielen Betriebssystemen ist, der macht es so ähnlich wie IaaS. Und zwar, ohne dass ich den Code verändere, hänge ich mich quasi in den Stream, wie die Web-Applikation funktioniert. Und IaaS besitzt die Intelligenz, bei der Ausführung zur Laufzeit zu erkennen, ob ein Aufruf sicher ist oder nicht. Man hat nach über 15 Jahren die Betrachtungsweise, wie man Security bewertet, umgekehrt bei IaaS, indem man nicht sagt, ich schieße da jetzt alle Fehler gegen, also quasi dieses Dust, dass ich alle möglichen Angriffe einmal durchteste und gucke, wie reagiert meine Applikation, sondern IaaS macht es intelligenter, indem es sagt, was muss eigentlich dafür da sein, damit etwas secure ist. Das heißt Best Practices, all diese Dinge, Algorithmen, die überprüfen, ob SQL-Statements sauber sind und solche Sachen. Das heißt, man hat den Ansatz komplett einmal um 180 Grad gedreht und dadurch ist IaaS wie ein Tracer, der auf Kernel-Basis auf einem Betriebssystem funktioniert, quasi der Tracer fürs Web. Und das macht die ganze Sache spannend. Werden wir auch gleich auf die nächsten Folien kommen, wenn Mirko dann auch ein bisschen drüber redet. Für alle drei Partien, die in dem Softwareentwicklungsprozess daran beteiligt sind, für die Entwickler, für die Tester und eben auch für die DevOps, weil jeder quasi zur Laufzeit sein Stück Software immer zu jeder Zeit mit seinen Tests, die er besitzt oder seinen Ausführungen testen kann. Das war für uns extrem entscheidend, weil unsere Applikation ist sehr gut automatisiert. Also wir haben sehr viele Oberflächentests und konnten diese Oberflächentests, ohne dass wir daran irgendetwas geändert haben, auf die Anwendung loslassen. Wir mussten an der Anwendung nichts ändern, sondern wir haben einfach nur das Ding hinten dran gehangen und haben gesagt, hier, mach das mal, trace das durch. Und sind dann etwas erschrocken. Ich hatte ja versprochen, Zahlen mitzubringen, habe ich auch gemacht. Wir haben das ja damals evaluiert und wir haben damals zufälligerweise ein Security Audit gehabt auf der Weboberfläche. Das hat zwei Fundstellen gefunden. IaaS Lite, ich weiß nicht, ob Mirko, ob du da noch was zu sagen willst, was das ist, hat 10 Fundstellen gefunden in unserer Evaluierung von unserem Proof of Concept und das richtige IaaS, also das richtige Tracen, hat 21 Fundstellen gefunden. Das heißt also, wenn man mal von 2 aus dem klassischen auf 21 hochrechnet, können Sie sich ungefähr vorstellen, wie wir gestaunt haben, als wir das erste Mal die Ergebnisse abgerufen haben. Das mal dazu. Ja, auf die Unterschiede wollte ich jetzt aufgrund der Zeit, ich gucke so ein bisschen nach vorne und was ich gerne alles zeigen möchte, jetzt nicht eingehen. Naja, es gibt viele Artikel. Der kurze Kommentar dazu ist, nicht überall, wo IaaS draufsteht, ist auch IaaS drin. Aber Ja, das das können wir stimmt. vielleicht offline dann mit Interesse haben. Die große Idee ist also, dass man mit einer Plattform sowohl Development als auch QA und Testen als auch den Produktionsbereich letztendlich abdeckt. Das heißt, auch Fehler möglichst früh findet. Das ist so eine sogenannte Shift-Left-Bewegung und wir alle wissen, dass Fehler, die früh gefunden werden, natürlich auch immer die preiswerteren Fehler sind in ihrer Behebung. Das heißt, wenn wir DevOps angucken, müsste man eigentlich immer auch von Development bis zu Operations gucken. Bei vielen hört DevOps dann bei QA und Test auf und da verschenkt man ungeheuer viel Potenzial. Und das hat was damit zu tun, wie Leute zusammenarbeiten können. Und das können wir auch verbessern, wo wir gleich drauf eingehen. Was ich ganz kurz sagen will, wir haben diese ganzen verschiedenen Gruppen, die haben alle ihre bestehenden Tools. Und heutzutage entscheiden sehr, sehr stark die Entwickler selbst, was sie benutzen möchten. Die ganze Idee von all diesen Tools, und da werden Sie sicher einige davon kennen, und das sind natürlich nicht alle, die es hier gibt, da ist immer der entscheidende Punkt, wenn ich das alles, wenn ich diese ganzen Tools habe und möglichst viel automatisieren kann, diesen Prozess steuern kann, wo bleibt da die Security?
Das ist genau der Ansatz, wo wir sagen, wir wollen niemand aufhalten, wir wollen jedem die Tools geben in seine, ja, die er bereits benutzt. Das heißt, wir haben sehr viele Integrationen, die auch nicht kompliziert und mit ho hohen Kosten verbunden sind. Das werden wir gleich auch live zeigen. Die Grundidee jetzt ist zu sagen, wenn man DevOps machen will, geht weg von dem Scan- und Firewall-Modell, das nur von außen auf die Sachen guckt, dass ich was sozusagen hochrechnen, simulieren muss, wie Applikationen laufen und nur auf den Netzwerktraffic guckt, sondern nehmt ein Embedded-Modell, nehmt IaaS, schaut aus der Applikation selbst heraus mit Sensoren, was da eigentlich drin passiert, sodass ihr Echtzeitinformationen bekommt und akkurate Ergebnisse, so wie das der Oberst Benchmark halt eben nahelegt. Und jetzt kommen wir langsam zum Produkt. Und das wird auch immer technischer. Die Idee ist, wir haben drei Säulen mit unserer Plattform. Ich sage, wir sind nicht ein Tool. Ich sage, wir sind eine Plattform, weil eine ganze Menge an Sachen angeboten werden, die man so in einzelnen, ja, punktuellen Tools nicht findet. IaaS oder Produkt Contrast SS, das kombiniert, wenn Sie so wollen, IaaS, SaaS und das. Wir haben gelernt im Laufe der Jahre, was die besten Techniken sind, um die diversen, ja, Schwachstellen zu finden. Und manche Techniken eignen sich für manche Schwachstellen eben besser. Und das ist halt in IaaS, was eben hauptsächlich im Bereich Development und ja, Test und CI/CD angesetzt wird. Wenn man in die Produktion, was ist denn, wenn Sie etwas haben in der Umgebung und dann wird plötzlich etwas bekannt? Ja, zum Beispiel, es gab diese Scrubs-2-Schwierigkeiten und das ist die amerikanische DATEV, genannt Equifax. Ja, wir haben plötzlich die Hälfte aller amerikanischen Bürgerdaten letztendlich verloren. Man stellen Sie sich Protect vor, wie eine Web-Application Firewall als Bestandteil der Applikation, wo wir bekannte, aber auch unbekannte Exploits tatsächlich stoppen können. Wir können es monitoren, wir können sie aber auch konkret stoppen. Das ist ein weites Thema und da kommt man viel drüber reden, aber zum Beispiel bevor Dinge als mit einem CVE oder einem CVE überhaupt bezeichnet sind, haben wir die Möglichkeiten der IaaS-Technologie, diese Sachen schon frühzeitig zu erkennen. Das heißt, Contrast selber waren diese Fehler alle schon sozusagen bekannt. Eine dritte Säule, was natürlich ganz wichtig ist, weil man ja eben nicht nur seinen Custom-Code, also seinen eigenen Code hat, sondern ungeheuer viele Bibliotheken und Frameworks einsetzt, ist der Teil Open Source Security oder auch SCA. Und hier ist halt eben die Idee, dass wir Sie informieren, was Sie sich eigentlich in ihre Applikation alles reinziehen und was davon halt eben auch eben unsicher ist. Und gleichzeitig erkennen wir auch Fehlkonfigurationen in App-Servern oder in Runtimes. Und wir machen das nicht für alle Web-Applikationen der Welt im Moment. Wir machen das für Java von 5 bis 11, 12 auch demnächst. Wir machen das für .NET, .NET Core. Wir machen das für Node.js, was insbesondere jetzt in Europa und Deutschland besondere Beliebtheit für Microservices errungen hat. Also wir reden heute ja quasi vom Schutz von Web-Applikationen, APIs und Microservices. Ja, und dann gibt es noch Python und Ruby und wir arbeiten an weiteren Sachen, für die ich nichts versprechen kann, aber Go ist so eine Geschichte und ja, PHP wird auch öfters nachgefragt. Was Sie oben rechts sehen ist, wenn diese Instrumentierung an der Applikation stattgefunden hat, dann muss diese Information noch irgendwo hin. Und das, die Plattform, die nennen wir Teams-Server. Das ist ein Dashboard und eine Konfigurationseinheit. Das ist etwas, was in der Cloud von uns betrieben wird, aber auch für Benutzer, die halt compliant sein müssen, halt in der On-Premise betrieben werden kann. Ja, das ist einfach ein Server, den entweder wir hosten oder Sie hosten. Wichtiger Stichpunkt: Sie müssen nichts an Ihrem Code ändern, Sie müssen nichts an Ihrem Bild ändern. Und die Art der Instrumentierung ist etwas als andere. Wenn Sie APM schon, Performance Monitoring schon benutzen, dann setzen wir auf den gleichen Dingen letztendlich auf, nur dass wir das für Security machen. Diese Folie möchte ich aus Zeitgründen überspringen. Da können wir gerne, wenn wir uns näher kennenlernen wollen, können wir noch die vielen Details besprechen. Das sehen Sie in den Folien und hier haben Sie vielleicht die Stichworte, auf mich einzugehen, aufgrund der Zeit. Springe ich jetzt mal drüber an der Stelle. Ja, wie funktioniert denn das Ganze? Und das würde ich jetzt gern wieder an den Jörg übergeben, der da auch ausreichend Erfahrung hat. Ja, also wie ja schon in meinem Talk vorher erzählt, benutze ich eigentlich sowas Ähnliches wie ein Tracing.
Und der Vorteil ist eben gerade so bei Entwicklern, die können zur Laufzeit, wenn sie gerade was Neues hergestellt haben, können sie quasi aus der IDE heraus ihre Tests starten. Das läuft auch gegen einen Sensor und der liefert halt zurück, hast du da, was du getan hast, hast du das richtig getan. Das heißt also, da gibt es eine schöne IDE-Einbindung. Die Tester machen das natürlich noch ein bisschen extremer, indem sie gesamten automatischen Tests darauf loslassen, dass sie neue Features ein bisschen tiefer testen. Und es werden Dinge angezeigt, die man auch nicht erwartet. Und bei diesem Equifax-Beispiel ist es eben so, dass die, ich nenne das Inkubationszeit aus der Medizin genommen, bei Equifax sehr, sehr lange war. Es waren, glaube ich, über 6 Monate, in der die Hacker in der Lage waren, dort einzudringen und die Daten der US-Bürger abzuziehen. Aber zum Beispiel Contrast und auch andere Kanäle haben schon von dieser Struts-2-Lücke vor langer, langer Zeit gewarnt. Und hätte man das Tool eingesetzt, hätte man vorher schon beim Codieren feststellen können, dass man da eine Sicherheitslücke eingebaut hat. Das ist eben das Spannende. Und bei RASP, also dieses Runtime Application Security Protection, da ist es eben so, wenn so eine Lücke auftritt, die erkannt wird zur Operationszeit, die ich aber in meinen vorigen beiden Stufen gar nicht gefunden habe, dann kann man mittels einer Regel sagen, führe dieses zur Laufzeit nicht mehr aus. Und das, glaube ich, ist für zumindest für Business-Applikationen relativ wichtig, weil man eben nicht so oft deployen kann wie moderne Applikationen. Und dann muss man nicht neu deployen, sondern ein bestimmter Aufruf zu einem bestimmten Teil des Systems kann jetzt nicht mehr durchgeführt werden. Das kriegt der Endanwender auch zurückgemeldet. Dann wird da halt gesagt, this operation cannot be exceeded. Aber zumindest bin ich nicht mehr angreifbar, kann in Ruhe meinen Fix durchführen und kann das Ganze dann quasi wieder deployen. Selbiges gilt halt, wenn ich viel auf Open Source Libraries setze, ist es eben auch so, dass viel gemeldet wird. Man kann mittels dieser Protection halt verhindern, dass diese CVEs, also diese Vulnerabilities, ausgenutzt werden auf meiner Applikation zur Laufzeit, ohne dass ich den Code neu deployen muss. Ich denke mal, das ist etwas, was in der Zukunft für Web-Applikationen und auch für normale Applikationen wichtiger wird, weil diese Inkubationszeit teilweise nur mehrere Stunden betragen darf. Denn eine Lücke wird, wenn sie heute gemeldet wird, relativ schnell innerhalb von Stunden ausgenutzt. Und wenn Sie Ihre Applikation, wenn die davon betroffen ist, nicht sichern, haben Sie ein großes Problem. Ich denke mal, das ist es dazu. Hier ist es eben noch so, dass man das Toolset erkennen kann, wie die einzelnen Teile nachher zusammenarbeiten können. Genauso wie man die Source-Code-Scanner zur Codequalität einsetzt in der CI-Pipeline, kann man natürlich auch IAST einsetzen. Das heißt, man kann die Bildergebnisse auf einzelnen Branches zurückliefern lassen, kann sagen, hier, das darf nicht gemerged werden in den Master, weil da eben Security-Fehler drin sind. Es hält nur dann auf, wenn auch was gefunden wird und nicht sonst. Tester sind immer noch was Spezielles, die kriegen halt auch noch Tasks von außen rein, UAT-Systeme, also User Acceptance Test Systeme, da kommen manchmal auch noch ganz andere Dinge rein. Und letztendlich das, was ich eben erklärt habe mit Runtime Application Security Protection, das wird Operations lieben, weil man kann direkt aus der Plattform Jira-Tickets erstellen beispielsweise oder Slack informieren, dass da gerade ein Angriff stattfindet und dass da sich mal jemand drum kümmern müsste. Ja, was Sie auf der Folie sehen, ist nur ein Bruchteil der vielen Integrationen, die wir haben. Wenn ich nur mal allein an Continuous Integration und Build Server denke, da haben wir Bamboo, Team City, Circle CI, also Release Pipelines. Das wollen wir heute gar nicht alles aufzählen, das wäre einfach viel zu viel. Was mir noch ganz wichtig ist, bevor wir in die Demo gehen, ist im Prinzip, Sie haben jetzt verstanden, an welchen Stellen wir überall was machen können und es ist es auch letztendlich egal, wo diese Applikation läuft. Ob das jetzt in der Azure Cloud läuft, ob das jetzt Amazon Web Services, ob Sie hier Pivotal einsetzen, also Cloud Foundry, ob Sie ein IBM Bluemix Kunde sind, ob Sie Ihre Applikation Dockerizen, ob es in der VMware läuft. Wichtig ist, dass jeder dieser Gruppen unterschiedliche Tools zur Verfügung bekommt, um in Realtime sozusagen Notifikationen zu bekommen oder die Sachen auch zu sichern und in seinen Tools letztendlich weiterzuarbeiten. Da stecken natürlich viele technische Details hinter und da können wir gerne drüber reden, wenn wir später mal ja, Ihr Geschmack gefunden haben an der Sache. So, sind Ein wir schon ein wichtig, bisschen ein fort? wichtiges,
Ja, Mirko, ein gerne. wichtiges Detail vielleicht noch. Die alten Legacy-Tools testen ja auch immer nur einen Snapshot, also einen bestimmten Source-Stand zu einem Zeitpunkt X, während halt IIST und RASP zur Laufzeit das aktuelle Geschehen sehen und testen. Wenn das nicht so deutlich geworden ist auf der vorigen Folie, es hat auch wieder einen Riesenvorteil, wenn ein Fix drin ist, dann habe ich den sofort und kriege sofort das Ergebnis. Das gibt es bei den Legacy-Tools eben leider nicht. Sondern da dauert das manchmal eine Woche, bevor ich dann den Fix bekomme, bis ich das dann wieder alles aufgespielt habe und dann halt meine Applikation dagegen testen kann. Ist, glaube ich, auch nochmal eine entscheidende Geschichte, die war für uns super spannend, weil wir halt auch hier agil entwickeln und Snapshots, die eine Woche alt sind, ich glaube, da kann sich kaum noch ein Entwickler daran erinnern, was er da gemacht hat. Ja, ein bisschen, ich schub's hier ein bisschen zeitlich. Ich möchte Ihnen einfach mal jetzt diese verschiedenen Aspekte ganz schnell nahebringen. Normalerweise nehmen wir uns da mit Kunden eine ganze Stunde. Wir werden Ihnen hinterher noch Videolinks zur Verfügung stellen, da können Sie auch gucken. Aber wenn Sie Interesse daran haben, dann machen wir mit Ihnen natürlich eine ganze Session. Ich habe mich jetzt mal hier in die Oberfläche, in diese zentralen Hub eingeloggt und dann sehen Sie hier, das Ganze fängt an mit einem Dashboard. Sie sehen hier dann beispielsweise, wie viele Applikationen jetzt hier sozusagen reporten. Da sind dann 43, 28 davon mit hohem Risiko. Die ganzen Bibliotheken, die da benutzt werden, das sind halt eben 263 davon, die jetzt besser nicht verwendet werden. Dann gibt es hier eine gewisse Anzahl von Servern und 60 davon oder 58 davon Mirko, sind offline. ich für meinen Ja. Teil sehe übrigens noch den letzten Slide. Ich sehe nicht die Oberfläche. Ich weiß nicht, wie das den anderen geht, Ja, aber weiß ich. ich Ah, okay. sehe Wie ist denn das? deinen Weil Slide. vorhin hat es eigentlich gut geklappt. Bin ja nicht, vielleicht gehe ich dann mal auf den Schluss. Also wir haben hier ein Screensharing. Seht ihr das jetzt? Ich habe das. Jetzt sehen wir es. Jetzt. Sehr schön, jawohl. Okay, Entschuldigung, das habe ich natürlich nicht gesehen. Hier nochmal, also wir hatten besprochen, wie viele Applikationen, wie viele im Risikobereich, wie viele Bibliotheken. Und ich will das jetzt nicht alles im Detail erklären. Ich möchte gleich eine Applikation, aber die Details schon zeigen. Aber mir ist erstmal ganz wichtig, dass Sie verstehen, was ein Agent eigentlich ist. Und jetzt machen wir ein Beispiel. Den Agent kann man auf ganz viele Arten und Weisen letztendlich an seine Applikation binden. Für Java beispielsweise ist es jetzt einfach ein Jar, was hinzugefügt werden wird. Das ist ein 10, 12 Megabyte großes Jar, was runtergeladen wird. Das kann auch automatisiert runtergeladen werden. Wenn Sie ein Docker-Image zusammenbauen, gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie Maven mit Maven bauen und Maven-Tests haben und so weiter, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich möchte es mal manuell nur zeigen. Ich lade es jetzt nicht runter. Ich will nur ganz kurz erklären, wie einfach das tatsächlich ist, so ein Agent an den Mann, an die Applikation zu bringen. Grundsätzlich wenn Sie Java und die JVM benutzen, dann gibt es hier einfach Parameter. Das, was immer erfolgen muss, ist hier, dass man den Parameter Java Agent letztendlich auf dieses Contrast-Jar zeigen lässt. Das ist der Source-Code, der hier diese ganzen RASP und Assess, also diese ganzen Tests zur Laufzeit macht. Das ist das, was Sie im Prinzip machen müssen. Jetzt, je nachdem, was Sie für Application-Server und Container haben, gibt es hier einfach, muss man das natürlich unterschiedlich konfigurieren. Das wird Ihnen hier schön erklärt. Damit kommt man in der Regel zurecht. Und das ist eigentlich alles, was man machen muss. Man muss halt hier dran, diesen Parameter hier dran kriegen. Das machen Sie mit anderen Sachen vielleicht auch schon. Wenn Sie Code Coverage machen, dann ist es meistens ein Jacoco. Das ist eigentlich auch nichts anderes als ein Agent. Und was man hier macht, ist, man hängt sich in die Class-Tool rein. Ah, das in Kürze. So, wollen wir mal kurz zeigen, wie so ein Dashboard für eine Applikation aussieht. Ich habe eine Applikation vorbereitet, die heißt Pet Clinic. Die ist auch schon gestartet. Pet Clinic. Wir sehen hier das Dashboard für diese Applikation. Wir sehen, so ein Agent kann einfach in verschiedene Bereiche reporten. Development, QA und Produktion. Sie sehen, dass Sie hier nichts sehen, weil ich das vorhin noch gelöscht habe. Aber was Sie jetzt schon sehen, ist, was ich nicht gelöscht habe, ist, dass hier 143 Bibliotheken, was ein ganzer Haufen ist, verwendet. Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass man sich bei einem Maven-Build sehr viele Sachen automatisch in das Projekt reinzieht. Und auf Routes und sowas geht man später ein. Was jetzt hier das Interessante
sein soll, ist, dass hier so der Ausgangspunkt für ihre entsprechenden Untersuchungen ist. Wir starten einfach mal hier die Applikation. Ich habe die schon vorgestartet. Und also Pet Clinic ist ein Spring Boot Beispiel. Wir müssen jetzt gar nicht wissen, dass es hier um Tierärzte und ich sag mal Tiere und Tierbesitzer geht. Was ich jetzt einfach mal mache, ich klicke hier einfach mal ein bisschen rum. Mache eigentlich gar nichts Besonderes. Ist auch jetzt nicht wichtig hier. Also was ich einfach mache, ich zeige Ihnen, ich klicke einfach rum. Und jetzt das Interessante ist, tut sich da was? Findet sich da schon was? Weil wir haben gesagt, Sie brauchen keine Security-Tests machen. Und das können wir hier mal kurz überprüfen. So, Sie sehen, wir haben einfach nichts anderes gemacht, als in der Applikation rumgefuhrwerkt. Da ist jetzt noch nicht so besonders viel hinzugekommen, aber man sieht schon, der Agent arbeitet. Was wir jetzt einfach mal machen, der Zeit geschuldet, wir suchen jetzt hier einfach mal, führen einfach mal eine Datenbankabfrage aus. Im Hintergrund werden viele Technologien benutzt, unter anderem Hibernate zur Persistenz. Jetzt gehen wir mal hier rein und führen so eine Suche aus. Okay, gibt es zwei Benutzer zum Namen David. Jetzt sehen Sie hier unten schon was Interessantes. Hier unten kommt eine Flag-Notifikation. Gucken wir mal kurz in die rein. Das System ist so aufgesetzt, dass jetzt gewisse Schwachstellen, also unter anderem die hier, die als kritisch eingestuft sind, dass die hier entsprechend direkt in HipChat oder in Slack hier notifiziert werden können. Das kann MS Teams sein und viele, viele andere Sachen. Und Sie sehen, was Sie hier finden, ist eine Hibernate-Injection, also sowas wie eine SQL-Injection. Und hier würden Sie das schon bekommen. Sie würden das natürlich auch, wenn Sie ein Entwickler sind, haben Sie viele andere Möglichkeiten, diese Informationen zu bekommen. Hier mal das Update. Das heißt, Sie würden diese Sachen auch in Ihrer EDE bekommen. Das hier ist jetzt Eclipse. Wir bieten es an für IntelliJ, für Visual Studio Code demnächst und auch natürlich für Visual Studio im .NET-Bereich. Nur damit Sie mal den Eindruck haben, wenn wir sagen, jeder bekommt die Information in den Tools, die er da letztendlich auch benutzt. Gehen wir hier mal in die Details. Wir haben nicht so furchtbar viel Zeit und ich will aus Ihnen jetzt auch keinen Security-Experten für SQL-Injection machen, aber schauen wir uns das doch mal ganz kurz an. Was jetzt hier interessant ist, Ihnen wird jetzt erklärt, was hier eigentlich passiert ist. Sieht hier so ein bisschen, welcher Request hier reinkam. Wenn man seine Applikation kennt, weiß man das natürlich. Man sieht hier auch, welcher Code ausgeführt ist. Und was man hier lernt, ist, dass hier so ein klassischer Fehler ist, der für SQL und Hibernate-Injections der Fall ist, sondern es wird einfach nie richtig geprüft, nie geschaut, ob dieser String nicht letztendlich manipulierbar ist. Weil ich nehme ja den User-Input, der war hier nur David, und Sie sehen, wir haben nicht mal einen Exploit, wir haben nicht mal eine SQL-Injection provoziert, sondern Sie sehen hier eigentlich direkt schon, was Sache ist, dass das nämlich hier potenziell gefährlich ist. Das heißt, der Fehler muss nicht mal tatsächlich aufgetreten sein. Das können wir machen, weil wir in die Applikation reingucken. Vielleicht will man noch mehr über den Request selber wissen, all diese Sachen, aber ich glaube, was uns jetzt interessiert, sind so eigentlich die Details. Und jetzt kommen hier die interessanten Sachen, nämlich auch mit dem Source Code. Welcher Source Code baut mir denn letztendlich dies in einer ungewünschten Weise zusammen? Ich kann hier also wirklich reingehen, ich sehe, wie die Parameter, welcher Code die Parameter abgreift. Ich sehe hier, wie verschiedene Java-String-Operationen genommen werden, um diesen String zusammengebaut, um dann letztendlich einen String, der potenziell gefährlich ist und hier von uns mit Regeln überwacht wird, da entsprechend abzufangen oder zu, also im Falle von Vulnerabilities Finding, das eben zu zeigen oder im Zweifelsfall zur Laufzeit würden wir das halt eben blocken. So, jetzt ist nicht jeder der Entwickler, jetzt sagt er, okay, verstehe ich, aber was mache ich? Auch hier versuchen wir Abhilfe zu schaffen, indem wir dann erklären, was hier verschiedene Ansätze sind, das einfach zu machen. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist jetzt auch dann natürlich für Entwickler, aber Sie sehen, man kann hier auch eine Kultur entwickeln, indem man gleichzeitig beim Fixen natürlich lernt, wie diese Sachen dann zu beheben sind. Ganz kurz noch, Anno, ich kann natürlich von dieser Oberfläche, kann ich hier entsprechend, ich gehe nochmal zurück,
Kann ich hierher gehen und diese Sachen auch manuell oder auch ja en bloc in diverse Bugtracker wie Jira, Bugzilla und so weiter oder Azure DevOps Work Items übertragen. Ich kann das automatisch machen, ich kann das manuell machen. Wir haben hier heute nicht so viel Zeit, deswegen möchte ich das nur andeuten. Oder ich kann natürlich auch hergehen, wenn wir im Bereich CI sind und Test, dann kann ich sagen, wenn ich dann mein Bild gebaut habe und ich habe dann die entsprechenden Tests gemacht, denken Sie immer dran, Sie müssen die Applikation ausführen, sie muss durchlaufen. Wir gucken nicht auf den Source Code, sondern wir gucken auf diese entsprechenden Ergebnisse zur Laufzeit. Und wenn man dann als Teil seines Bildes auch die entsprechenden Tests gemacht haben, was eine gute Organisation in der Regel tut, dann kann man zum Beispiel mit dem Jenkins-Plugin, kann man dann ziemlich genau festlegen, unter welchen Kriterien man diesen Bild eben als erfolgreich oder als nicht erfolgreich definieren kann. Ja, wir haben nicht so furchtbar viel Zeit. Wichtig ist mir, wir könnten das Ganze in Detail mit Ihnen gerne in Einzelsessions machen. Die Grundidee, ich hoffe, man sieht jetzt wieder die Folien. Die Grundidee, dass sozusagen, bevor wir zu den Fragen kommen, was wir machen möchten mit dieser Umgebung, wir möchten Sie unterstützen, kontinuierlich zu testen und nicht zu diesen Zeitpunkten und eben nicht langläufig, sondern in Echtzeit. Wir möchten Ihnen ja Ergebnisse geben, mit denen Sie arbeiten können, mit denen auch ein Entwickler was anfangen kann, indem er halt die Sachen früh letztendlich bearbeitet. Wir versuchen, alle diese Automatisierungsschritte, die Sie einsetzen, da rein zu integrieren, dass Sie wirklich DevOps und DevSecOps implementieren können. Und das Ganze muss natürlich skalierbar sein. Das heißt, für viele Apps onboarden. Einer unserer größten Kunden ist die IBM mit der Bluemix-Plattform, die das halt eben benutzen, uns einsetzen, um halt die Applikationen dort zu schützen. Ja, und hier nur ganz kurz. Unterschiedliche Leute haben natürlich hier unterschiedliche Vorteile. CISOs, Tester, Development Teams, Ops Teams und vielleicht auch die Risikomanager in Ihrem Unternehmen. Den Foliensatz können Sie später sehen. Bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wenn Sie jetzt nicht ein POC mit uns machen wollen, dass es auch im Moment nur für Java, aber quasi eine mit Support versehene Community Edition für Java gibt, wo Sie das Ganze auch selber mit Ihren Entwicklern ausprobieren können. Das ist dann eine SaaS-Lösung in dem Fall. Auf das wollte ich auch noch hinweisen und damit würde ich dann gerne zu den Teilnehmer fragen. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Herr Brandner, Herr Sievers, für den spannenden Vortrag.